Sehr geehrter Herr Schaub, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute hier bei Ihnen über das Thema Eisenmangel in Geburtshilfe und Gynäkologie reden darf. Ich bin Oberarzt hier im Unispital in der Klinik für Geburtshilfe und deswegen verzeihen Sie mir auch bitte, dass das Ganze ein bisschen geburtshilfelastig ist. Obwohl man auch sagen muss, dass die Daten in der Gynäkologie zur Eisenmangel, Eisenanämie relativ schlecht sind. Also da gibt es gar nicht so viele Sachen, wie man vermuten würde, da es doch recht viele Patienten gibt, die hier von Eisenmangel und Eisenmangelanämie betroffen sind. Deswegen auch meine Sicht der Dinge auf die große Welt des Eisenmangels und der Eisenmangelanämie. Und ich entschuldige mich schon mal, dass ich manche Sachen, die Sie schon gesagt haben, Herr Kessler, wiederhole. Oder manches erfülle ich noch mit ein paar Zahlen, die Sie gezeigt haben. Dann kann man also sehen, dass zwei verschiedene die gleichen Sachen gefunden haben. Dann scheint da ja was dran zu sein. Das wissen Sie alle, sonst wären Sie nicht hier, dass Eisenmangel ein wichtiges Thema ist. Aber ich finde diese Zahlen, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind, doch recht beeindruckend, wenn man sich anschaut, Eisenmangel, die Nummer 1 Mangelerkrankung weltweit und davon betroffen sind ungefähr 4 bis 5 Milliarden der Menschheit. Also das ist doch ein relativ hoher Betrag, könnte man mal sagen. Und die Anämie betrifft immer noch einen wahnsinnig hohen Anteil. Das haben Sie vorhin auf den Weltkarten von Herrn Kessler gesehen, also gerade in den Gebieten, wo viele Menschen wohnen, Indien, Südostasien, Afrika, da sind doch sehr, sehr viele Menschen von der Anämie betroffen. Eisenmangel Faktor Nummer 1, aber gerade in Afrika sicher nicht der alleinige Faktor hier spielt. Malaria, Würmer und so weiter noch eine große Rolle für die Anämieentwicklung. Und deswegen ist auch die Bekämpfung des Eisenmangels und der Eisenmangelanämie in diesen WHO Health and Millennium Development Goals erfasst, dass man doch diese Morbiditätsursache doch versucht zu reduzieren. Sowohl in Entwicklungsländern als auch in Industrieländern gehört der Eisenmangel zu den Top 10 der Krankheitsursachen. Nur logischerweise mit einer unterschiedlichen Gewichtung und an einer anderen Stelle in dem Ranking, aber doch beeindruckend, dass es da in beiden Bereichen Industrie- und Entwicklungsländer eine Rolle spielt. Die Prävalenz, das haben wir vorhin als Karte gesehen, hier mal die Zahlen. Was mich natürlich immer am meisten interessiert, sind die Schwangeren. Hier haben wir weltweit eine Prävalenz von 41%, aber bei den Nichtschwangeren doch immerhin weltweit eine Prävalenz von um die 30%, also nur unwesentlich niedriger. Und bei den älteren Menschen, die wir in der Geburtshilfe typischerweise nicht sehen, ist der Prozentsatz wieder ein bisschen niedriger, aber doch immer noch relativ erheblich. Und das Ganze auf Anämieprävalenz in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen nochmal anders dargestellt, hier für Europa, was uns hier vielleicht am meisten interessiert und was Sie auch mit den Eisenzentren quasi beackern, dieses Gebiet, sage ich mal. Da haben wir bei den Schwangeren eine hohe Prävalenz von 25%, meiner Meinung nach. Aber wenn man natürlich die Zahl der betroffenen Patienten anguckt, sind das relativ wenig, mit in Europa 2,6 Millionen. Wenn man wiederum die Nichtschwangeren anguckt, Prozentsatz ist niedriger, aber die Gesamtzahl der betroffenen Patienten ist ja deutlich höher mit über 40 Millionen, was hier von der WHO geschätzt wird. Wenn man nur auf den Eisenmangel abstellt, dann findet man relativ schlecht gute Daten. Das ist ein relativ altes Paper und man sieht auch die Spannbreite, die wahnsinnig hoch ist, die hier angegeben wird, je nach Bevölkerungsgruppe, je nach Studie, die man zu Rate zieht. Aber was man doch deutlich sieht, Schwangere sind sicher das die am meisten betroffene Population, und bei Männern ist die Menge oder der Anteil des Eisenmangels deutlich geringer, aber immerhin auch nicht vernachlässigbar. Die Schwangerschaft stellt ein besonderes Stadium dar im Hinblick auf den Eisenmangel, im Besonderen deswegen, weil sie natürlich sehr viel Eisen braucht. Man könnte zwar meinen, gut, es wird Eisen gespart, weil die Menstruation ausbleibt, aber unterm Strich bleibt immer eine negative Eisenbilanz aufgrund einer Schwangerschaft. Wir brauchen recht wenig für die Erythropoese, aber dadurch, dass die Erythropoese zunimmt in der Schwangerschaft, steigt dieser Anteil auch überproportional an. Also
Wir haben ungefähr 30-40% mehr Blutvolumen bei einer Schwangeren im zweiten, dritten Trimester und das Blut muss gebildet werden. Dafür braucht es Eisen. Die Plazenta braucht Eisen, der Fet braucht Eisen. Also man müsste die Resorption, intestinale Resorption quasi verdoppeln oder sogar verdreifachen. Und das ist allgemein nicht möglich. Das heißt also, die Eisenspeicher werden aufgebraucht. Und das hat hier diese dänische Studie gezeigt. Das ist von dem Nils Mielmann, auch ungefähr 10 Jahre alt schon. Aber hier hat man im Prinzip das Ferritin gemonitort ohne Eisensupplementierung. Und man sieht schön, wie der Eisenspeicher, der hier ganz okay ist eigentlich am Anfang, doch im Schnitt dann deutlich in Eisenmangel aufgebraucht wird. Das haben Sie vorhin schon mal auch kurz gesehen, ja bitte. Könnte man denn sagen, dass die, auch die Schweizer Frauen früher, die andauernd schwanger waren, eins nach dem anderen, die einen höheren Anämiegrad hatten als die menstruierenden Frauen von heute? Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ja. Früher war natürlich die Sterblichkeit natürlich viel höher der Wöchnerinnen und der Schwangeren. Also viele sind aufgrund der Anämie im Prinzip dann im Wochenbett auch verblutet, weil die Reserven so schlecht waren, dass sie nicht mehr gerettet werden konnten. Auf jeden Fall würde ich denken, mir sind keine guten Zahlen bekannt zu dem Thema, aber mit Sicherheit ist das so gewesen. Mit Sicherheit. Das haben Sie vorhin auch schon mal gesehen. Kurz, wofür brauchen wir Eisen? Erythropoese, das weiß jeder. Und eigentlich kann man es ganz grob sagen, Eisen braucht man für alles. Ne? Für alle Körperfunktionen, für DNA-Synthese, für Immunsystem, Atmungskette, Zellfunktion. Überall ist Eisen in selbstverständlich mehr oder weniger winzigen Mengen gebraucht. Und ein Abbild davon sieht man im Prinzip in diesen Studien, die jetzt auch nach und nach immer mehr kommen, was Eisen- und ZNS-Funktionen betrifft, also eben kognitive Funktion, Lernen, Konzentration, Depression und so weiter. Also da sieht man doch deutliche Korrelationen zum Eisenmangel. Das sind eben rein exemplarisch ein paar von Studien, die ich relativ beeindruckend fand, die in den letzten paar Jahren zu dem Thema publiziert worden sind. Und da sieht man, dass es doch deutlich in Richtung ZNS-Funktionen und diesen Sachen geht, die Forschung. Und interessant fand ich auch, dass logischerweise eigentlich in Phasen des Lebens, wo ein schnelles Wachstum stattfindet, also speziell im letzten Drittel der Schwangerschaft und im jungen Kindesalter, dass dort sehr viel Eisen gebraucht wird und ein Eisenmangel dort auch im späteren Leben noch Ursachen oder Probleme machen kann, auch wenn der Eisenmangel behoben wird. Was man nicht weiß bisher ist, welcher Grad des Eisenmangels macht welchen Grad einer Problematik aus. Das sind halt auch alles recht kleine und zum Teil tierexperimentelle Studien, die da bisher publiziert sind. Das kommt eben zu dem Thema Kinder. Noch ein uraltes Paper eigentlich, es kommt aus 1990, aber sehr interessant, dass die Kinder von Frauen mit einem Eisenmangel, die einen Eisenmangel hatten während der Schwangerschaft, im späteren Leben ein ungefähr 6,5-fach höheres Risiko haben, auch wieder einen Eisenmangel zu haben, verglichen mit Kindern von Frauen, die keinen Eisenmangel haben. Zur Fertilität ist das auch das Eisen ein wichtiger Punkt, was oftmals auch in reproduktionsmedizinischen Kliniken und Praxen teilweise vernachlässigt wird. Man behandelt sehr viel die Schilddrüse und schaut gar nicht auf den Eisenspeicher, obwohl man eigentlich gut zeigen konnte, dass ein entleerter Eisenspeicher negative Effekte auf die Ovulation hat und auch auf die TSH- und Schilddrüsenhormonproduktion. Schon wieder ein bisschen zurück zum Thema Schwangerschaft. Weltweit Thema Grund Nummer 1, Eisenmangel für eine Anämie, das habe ich schon gesagt. Aber auch bei uns in Europa ist das nicht zu vernachlässigen. Wir haben zwar nur in Anführungsstrichen um die 10-15% Schwangere, die wirklich eine Anämie aufweisen, aber auch bei uns in unserer eigenen Population hier im Unispital, die wir betreuen, haben wir bis zu 80% Frauen, die
entleerte Eisenspeicher aufweisen. Und für uns sind entleerte Eisenspeicher bei einem Ferritin unter 15. Dass ich auf dem Boden recht gut eine Anämie entwickeln kann, liegt auf der Hand. Und die wiederum hat, wenn sie schwer genug ist, Auswirkungen auf den Feten. Ganz klar, also wir haben eine Wachstumsretardierung, das ist die Gefahr einer Frühgeburtlichkeit und halt dann im späteren neonatalen Leben höheres Risiko für Infekte. Das ist aber alles nicht so ganz einfach nachweis- und messbar. Bei der Mutter sind die Symptome einfacher zu beschreiben und vielleicht auch offensichtlicher, also speziell die typischen Anämie-Symptome treten natürlich schneller auf. Sie hat ein höheres Risiko, eine schwere Anämie unter der Geburt oder postpartal zu entwickeln, eine Bluttransfusion zu benötigen. Und die Wundheilung ist mit Sicherheit durch einen Eisenmangel negativ beeinflusst. Gerade die Anämie-Symptome in der Schwangerschaft. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war das noch nicht so ganz interessant für viele Kollegen, auch in der Praxis mit Anämie und Eisenmangel bei Schwangeren. Und da hieß es ja, eine Schwangere ist halt müde, das ist halt so. Das ist aber eben nicht unbedingt der Fall, sondern es liegt ganz oft an einem Eisenmangel beziehungsweise auch einer in unseren Breiten leichten Anämie. Wenn man den Eisenmangel behebt, ist die Frau auch nicht mehr müde. Nochmal zusammengefasst im postpartalen Bereich, was sind die Risiken, die eine Eisenmangelanämie mit sich bringt? Kognitive oder ZNS-Funktionen habe ich schon genannt, vorhin allgemein. Das trifft natürlich für Wöchnerinnen genauso zu. Die Herzbelastung ist viel größer durch eine Anämie. Wir haben ein schlechteres Immunsystem. Bei einer schwangeren Wöchnerin besonders interessant, weil das Immunsystem ja sowieso komprimiert ist durch die Schwangerschaft. Ein Organ wie der Fet ist, würde sofort abgestoßen, wenn man es transplantieren würde. Das ist ein eigentlich medizinisches oder nicht ein medizinisches, ein Wunder der Natur, dass eine Schwangerschaft überhaupt möglich ist, weil der Fet ja nur zur Hälfte die Erbinformation der Mutter trägt. Also das Immunsystem muss runtergeregelt sein, sonst würde eine Schwangerschaft nicht funktionieren. Und dann macht der Eisenmangel, so banal das klingt, das Ganze auch nochmal schlechter. Man konnte gut zeigen, dass Anämie zu einer geringeren Milchproduktion führt und selbstverständlich die ganzen psychologischen Faktoren, wie immer schlecht messbar, aber das Risiko für eine postpartale Depression oder für Baby Blues oder solche Sachen sind erhöht im Falle eines Eisenmangels bzw. Eisenmangelanämie. Das haben wir vorhin schon mal kurz gesagt, Saudi-Arabien, Jordanien, das ist nun eine Arbeit aus Indien, die ich sehr beeindruckend finde. Hier hat man gezeigt, was ist das Outcome in dem indischen Spital bei den Frauen, die in die Geburt oder in die Schwangerschaft gehen mit dem Hämoglobin unter 7. Und man kann es vielleicht nicht ganz gut lesen, aber umso beeindruckender die Zahlen. Frühgeburtlichkeit 50% der Fälle, in der Schweiz ungefähr 8%. Herzversagen über 9%, fast 10% der Fälle. Mütterliche Todesfälle in 6% der Fälle, Small for Gestational Age Kinder, kleine Kinder 33%. Also das sind unglaubliche Zahlen für mitteleuropäische Medizin. Wir haben jetzt also ein bisschen gehört darüber, dass man doch Eisen für alles Mögliche braucht und wahrscheinlich auch eher mehr davon. Und wenn man sich dann jetzt anguckt, was die Empfehlungen sind, wie viel Eisen man doch zu sich nehmen sollte täglich, dann sieht die Grafik so aus. Hier für mich wieder mal fokussiert auf schwangere Frauen, je nachdem wie eisenhaltig oder wie Vitamin C-haltig die Diät ist. Vitamin C ist wichtig für die Aufnahme des Eisens, das wissen Sie sicher. Sieht man, dass doch empfohlen wird, gemäß dieser Arbeit, dass eine Schwangere über 50 Milligramm Eisen pro Tag zu sich nehmen solle. Verglichen zu zum Beispiel Nichtschwangere mit einer eisenhaltigen Diät, die ungefähr bei 20 Milligramm pro Tag empfohlen werden. Dann wäre natürlich die Lösung, dass alle Spinat essen, so wie Popeye. Und dann gibt es keinen Eisenmangel, könnte man meinen. Ist aber leider auch nicht so, weil nämlich das Eisen im Spinat so gebunden ist als Enzym, dass es also gar nicht resorbiert wird. Also gerade das Eisen im Spinat, das geht genauso durch den Darm wieder durch, wie es oben reinkommt. Also das Eisen wird nicht resorbiert, leider.
Wo kriegen wir also unser Eisen her? Es gibt zwei verschiedene Mechanismen, das Eisen aufzunehmen. Es gibt das Hemeisen, hauptsächlich aus Fisch und Fleisch zu absorbieren, über einen eigenen Absorptionsmechanismus, der relativ stabil und relativ hoch resorbiert. Und wir haben ein Nicht-Hemeisen, das anders resorbiert wird, an einem anderen Ort. Das sieht man hier unten so grob. Und wir haben viele Nahrungsmittel, die Eisen enthalten, Cerealien, Eier und, da gibt es ganz vieles. Aber auch in diesen ganzen pflanzlichen Lebensmitteln sind viele Inhibitoren und Verstärker der Aufnahme drin und dummerweise eben mehr Inhibitoren als Verstärker. Also als klassischer Enhancer gilt eigentlich nur die Ascorbinsäure oder das Vitamin C, was deutlich verbessert die Eisenaufnahme. Und so sieht es eben in der Schweiz aus. Auch nicht mehr ganz taufrisch das Paper, aber wenn Sie sich erinnern, Nichtschwangere 20 Milligramm, Schwangere 50 Milligramm pro Tag und in der Realität werden noch nicht mal 11 Milligramm zugeführt. Also der Eisenmangel liegt schon quasi in der Ernährung begründet, dass er irgendwann auftreten muss. Alles bis dahin relativ eindeutig. Wenn man dann aber sich in der Literatur umschaut oder auch umgeschaut hat über die letzten Jahre, wie ist denn das jetzt? Da muss es ja wahnsinnig viele Daten geben, die beweisen, dass die Behebung des Eisenmangels nur Gutes tut und man das auch wunderbar beweisen kann an irgendwelchen Bevölkerungsstudien. Und das ist nicht der Fall, beziehungsweise man muss es jetzt ändern, man muss sagen, es war lange nicht der Fall. Cochrane Database, was immer als der heilige Gral der Evidenz gilt für die Mediziner, da konnte man also ab 97 bis 2012 immer nachlesen, dass es überhaupt keine Evidenz dafür gibt, dass ein Eisenmangel beheben irgendwas bringt für eine Schwangere. Man hat zwar auch in den Papers gesagt, gut, die Studien, die man auswertet, die waren auch nicht so designed, dass man es zeigen konnte, sondern man konnte einfach nur beweisen, dass es hämatologische Indizes, also das Blutbild verbessert, aber ansonsten für Mutter und Kind nichts Messbares bringt. Aber das lag hauptsächlich an dem Design der untersuchten Studien. Man hat einfach nicht danach geschaut. Und dann kam endlich dann im 2012 eine Überarbeitung von diesen Cochrane-Studien. Und da konnte man das erste Mal zeigen, dass also tatsächlich eine pränatale Eisensupplementierung das Risiko für niedriges Geburtsgewicht senkt und auch die mütterliche Anämie behandeln und vorbeugen kann. Das wurde in dem zweiten Paper im gleichen Jahr nochmal bestätigt. Hier hat man im BMJ gut prominent publiziert, hat man eine Studie an 18.000 Frauen zusammengeführt und untersucht und konnte deutlich zeigen, dass also das Geburtsgewicht steigt aufgrund von einer Eisenbehandlung, hier bei diesen Fällen orales Eisen und natürlich auch die Blutwerte der Mutter eine deutliche Verbesserung zeigen. Also jetzt haben wir endlich auch ein bisschen Munition, um für eine Eisenprophylaxe und Eisentherapie zu werben. Wenn man nun Eisen supplementieren möchte, in der Schwangerschaft vorbeugend oder als Therapie eines Eisenmangels ohne Anämie, dann sollte man verschiedene Sachen meiner Meinung nach beachten. Also was natürlich ideal ist, wenn man vor Beginn einer Therapie weiß, wo man herkommt. Also wie ist der Ferritinwert am Anfang einer Schwangerschaft oder vielleicht sogar vor einer Schwangerschaft. Dann weiß man ungefähr, wie viel Speichereisen hat die Frau zur Verfügung, muss ich supplementieren oder wo kommt man am Schluss raus, wenn man sich an die Grafik erinnert, die ich Ihnen gezeigt habe, am Anfang, wie dieses Ferritin fällt, wenn man nicht supplementiert. Und man sollte sich hüten davor, nur das Hämoglobin anzugucken und sagen, ja, hat ja keine Anämie, hat ja auch keinen Eisenmangel. Das haben wir eben schon gehört. Das ist natürlich ein alter Hut. Klar ist das kein Marker für einen Eisenmangel. Und man sollte auch so ungefähr eine Ahnung haben, wie viel Ferritin oder wie hoch ist der was stellt das Ferritin dar? Also wenn man von einer Faustregel ausgeht, 1 Mikrogramm pro Liter Ferritin ist 7 bis 8 Milligramm mobilisierbares Eisen. Einfach so über den Daumen, dann hat man eine ganz gute Idee, was man braucht und was von dem Eisenspeicher am Schluss vielleicht noch übrig bleibt. Demnach gehen einige Gesellschaften davon aus, dass ein Ferritin über 50 Mikrogramm pro Liter ausreichend ist für eine Schwangerschaft.
Wobei man natürlich dabei bedenken muss, dass durch diese Schwangerschaft dieser Speicher aufgebraucht wird. Und daraus resultieren dann auch die verschiedenen Empfehlungen, wie man Eisen substituieren oder supplementieren soll. Aber wenn man die sich auch wieder im Detail anguckt, dann ist das auch relativ ernüchternd. Wie ist denn so die gesundheitspolitische Lage? Was wird von Fachgesellschaften für Ernährung und so weiter empfohlen? Wie kann man einem Eisenmangel vorbeugen? Dann guckt man in die EU, die sonst alles reguliert, was man regulieren kann. Gibt es keine wirklich sinnvollen Guidelines und vor allem sind sie auch uralt. Ja, also sind über 20 Jahre alt, hat man nicht geändert. Man sagt einfach Iron Supplements in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft. Entschuldigung. In Deutschland sieht es noch besser aus, hat aber gar keine Guideline. In England und Wales Dietary Measures. Wenn man überlegt, wie man sich in England außerhalb von London vielleicht ernährt, dann bin ich mir nicht sicher, wie eisenhaltig die Diät ist. Kann man wahrscheinlich auch vergessen. Dann im USA, Dänemark, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Wahrscheinlich die beste oder die detaillierteste Guideline kommt hier aus Schweden. Und die sagen, dass man doch bezüglich aufgrund des Eisenstatus behandeln soll. Also das ist, glaube ich, relativ sinnvoll, dass man am Anfang der Schwangerschaft Ferritin erhebt und daraus ableitet, wie viel Eisen oder wann man Eisen geben muss. Speziell, wenn man dann zum Thema Compliance kommt, komme ich auch gleich noch hin. Es ist natürlich so, wenn man am Anfang der Schwangerschaft einer Schwangeren gerade direkt das Eisen, die Eisentablette oder was auch immer verschreibt oder die Eisentropfen und die sowieso schon mit einer Übelkeit zu kämpfen hat und die dann zweimal so eine Tablette oder die Tropfen nimmt, die erbrochen hat, wird sie wahrscheinlich den Rest der Schwangerschaft eine relativ schlechte Compliance an den Tag legen. So, Therapie der Eisenmangelanämie in der Schwangerschaft sind die Guidelines ein bisschen detaillierter. Da gibt es von verschiedenen Fachgesellschaften sogenannte Stufenschemen, denen wir mehr oder weniger folgen, beziehungsweise wir haben zum Teil die Studien dafür gemacht, die diesen Guidelines zugrunde liegen. Man empfiehlt hier in der Schweiz zum Beispiel primär mit oralem Eisen zu behandeln und wenn es einen ungenügenden Anstieg des Hämoglobinwerts gibt, dann sollte man auf IV-Eisen wechseln und so ähnlich sieht das in vielen Fachgesellschaften aus. Ist es denn ein großer Unterschied, ob man rotes Fleisch, also dieses Filetbeefsteak empfiehlt oder das Hühnerfleisch ja, oder Fisch als weißes Fleisch? Also Hühnchen hat sicher am wenigsten Eisen. Also je heller das Fleisch, desto weniger Eisengehalt. Das ist schon so, ja. Aber allerdings das Fleisch, das Eisen im Fleisch wird natürlich viel besser resorbiert. Ja, und dann natürlich die, diese industriell gezüchteten Hühnchen, die das Fleisch ist, das merkt man auch, wenn man es in die Pfanne schmeißt, da ist viel Wasser drin. Und also das ist ja zum Teil auch noch so aufgeblasen, dass das Volumen bekommt mit Flüssigkeit und da ist sicher nicht viel Eisen drin. Also die Hühnchen, die da geschlachtet werden, haben sicher sowieso schon Eisenmangel per se. Ja. Also denen geht es eh nicht gut. Und wenn man, ja, anderes Thema. Wie machen wir das bei uns in der Klinik? Wir sind da etwas großzügiger mit dem IV-Eisen. Wir versuchen, die Schwangeren zu motivieren zu einer Prophylaxe, wenn es Ferritin unter 50 liegt, am Anfang der Schwangerschaft. In Realität ist das wahrscheinlich Wunschdenken von uns, wird viel vergessen oder nicht genommen. Und bei einer manifesten Anämie unter 10 und Ferritin unter 15 geben wir IV-Eisen von Anbeginn. Wir versuchen das nicht dann noch mit oralem Eisen zu behandeln. Und in der Realität sieht es auch so aus, dass manche Frauen, die irgendwo zwischen 10 und 11 sind und die Eisentabletten oder Eisen oral nicht vertragen, dass die dann auch schon IV-Eisen bekommen. Was man, bitte? Im ersten Schwangerschaftstrimester? Nein, im ersten Trimester nicht. Nein. Da ist einfach die Unsicherheit so insofern groß, weil die Plazenta ist natürlich noch nicht ausgebildet. Zum Beispiel von der Molekülgröße her, das Ferinject, Ferumcarboxymaltose passiert die Plazenta nicht. Die reife Plazenta, das gibt Studien dazu, die zeigen das. Aber natürlich wird auch vom Ferinject wird sicher auch nicht transferingebundenes Eisen gebildet. Das muss so sein im Nanogrammbereich mit Sicherheit.
und das im ersten Trimester das Risiko heute nicht eingehen. Also es gibt sicher etliche Frauen schon, die fälschlicherweise am Anfang der Schwangerschaft mit Eisen behandelt wurden, wo nichts nachweisbar ist, aber in aller Regel hat man nicht so schwer ausgeprägte Eisenmangelanämie in unseren Breiten, dass man nicht warten kann, bis 12 Wochen gut vorbei sind, bevor man eine Therapie anfängt. Zum oralen Eisen, was man bedenken muss, die Bioverfügbarkeit ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was es für ein Eisenpräparat ist. Ist es zwei- oder dreiwertiges Eisen? Da gibt es auch widersprüchliche Meinungen, wie gut oder wie schlecht dreiwertiges Eisen resorbiert wird. Fakt ist aber, dreiwertiges Eisen braucht etwas in der Nahrung, was reduzierend wirkt. Das heißt, es muss mit dem Essen eingenommen werden. Und viele Eisen-2-Präparate dürfen nicht mit dem Essen eingenommen werden, außer sie sind retardiert, dann dürfen sie mit dem Essen eingenommen werden. Also es ist ein bisschen kompliziert und demnach sieht man auch, dass die Bioverfügbarkeit je nach Eisenpräparat deutlich unterschiedlich ist. Das Ganze wird noch verschärft dadurch, dass viele meinen, sie tun Gutes, wenn sie ein Multivitamin-, Multimineralstoff-Präparat geben, was außer dem Eisen noch jede Menge andere Sachen enthält. Calcium ist immer mein klassisches Beispiel, was mit Sicherheit nicht günstig ist, zusammen mit Eisen zu geben, weil dann das Eisen wahrscheinlich nicht resorbiert wird, sondern nur das Calcium. Und in all diesen Präparaten sind beide Stoffe drin. Das heißt also, hier ist der Benefit absolut fragwürdig, ob man hier wirklich was Gutes tut. Hinzu kommt, dass für keins dieser Präparate, abgesehen für den Inhaltsstoff Folsäure, irgendeine Wirksamkeit gezeigt ist. Also nur für die Folsäure hat man zeigen können, dass man die Inzidenz der Spina bifida senken kann. Und für alles andere, was da drin ist, Vitamin B1, B6, B12, alles Mögliche, ist nichts gezeigt, dass das in irgendeiner Form supportiv ist. Ja, man sollte wahrscheinlich trotzdem Eisen substituieren, aber von der Tageszeit würde ich es ändern, also eins morgens, also eins abends oder also einfach nicht zusammengeben. Also sie werden sicher, bei älteren Menschen, gerade ist ja die Malabsorption ein Thema, und die werden sicher schlecht Eisen resorbieren, das ist sicher so. Aber auch aus Kostengründen denke ich, man sollte prinzipiell probieren, oral anzufangen zu behandeln. Ja. Mhm. Eben, jetzt haben wir vieles gehört, warum Eisen oral vielleicht nicht so gut funktioniert, aber es funktioniert aus einem Grund sowieso nicht, weil nämlich egal welches Präparat man nimmt, man kann es nicht so gut sehen, egal welches Präparat es ist, wir haben ungefähr 20% in dieser Studie an Therapieabbrechern oder Malcompliance, wo also das Präparat sowieso nicht genommen wird. Also wir haben schon mal per se, wenn man ein Eisenrezept ausstellt, dann haben wir schon bei jeder fünften Frau das umsonst verschrieben. Also so ungefähr sieht die Compliance aus. Nichtsdestotrotz, trotzdem ist der erste Schritt in aller Regel eine Eisentherapie. Und wenn das nicht funktioniert, dann, das haben wir auch schon gehört, haben wir hier auf dem Schweizer Markt zwei Präparate vom gleichen Hersteller, Venofern Ferinject, die ihre Vor- und Nachteile haben. Nachteile hauptsächlich im Kostenfaktor und natürlich die unterschiedlichen Dosierungen, die möglich sind mit den beiden Präparaten. All das, was wir da tun, ist alles andere als neu. Das haben wir eben schon an diesen alten Papers aus den 50er Jahren gesehen, das ist eben auch aus den 50ern, 1951 hat man schon Eisensaccharose, also ähnlich wie das Venofer, ähnlich, das ist nicht Venofer gewesen, angewendet und siehe da, es hat damals schon funktioniert aufgrund einer Eisengabe, gibt es einen Hämoglobinanstieg, Retikulozytenanstieg und das Ganze hier mit 1,5 Gramm Eisen. Andere, abgesehen von uns selber, haben das auch zeigen können, dass das IV-Eisen hier mit Venofer gearbeitet in Ägypten dem oralen Eisen deutlich überlegen ist. Und das nicht nur im Hämoglobin, das Hämoglobin kommt auch mit oralem Eisen hoch, wenn es denn genommen wird. Aber man füllt auch tatsächlich die Eisenspeicher auf mit dem IV-Eisen, was man mit dem oralen Eisen nicht tut.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dazu kommt, die Anämie in der Schwangerschaft zu behandeln. Man kann entweder eine Dosiskalkulation machen, wie das viele machen und wofür es auch diese Rechner und Rechenschieber gibt. Oder man kann es etwas einfacher machen, aus unserer Sicht einfacher. Wir haben einfach so lange Eisen gegeben, bis die Zielgröße Hämoglobin 11 erreicht war und nicht mehr als 1,6 Gramm gegeben, weil das ungefähr dem Bedarf der Schwangerschaft entspricht. Und man ist erfolgreich, also je nachdem, nach Schweregrad der Anämie, man kommt von unter 8 bzw. um die 9,5, kommt man bei den Patienten nach 2,5 Wochen ungefähr auf ein Hämoglobin von 11. Sie müssen mich stoppen, wenn ich in der Zeit nicht bin. Ich bin, glaube ich, etwas zu... Okay. Ja. Zur Formel von vorher. Ja. Wenn Sie die Formel anschauen und das dann irgendwo die HB, also wenn es nur ein Eisenmangel ist und somit keine... Genau, das geht beim Eisenmangel natürlich nicht, die Formel zu verwenden. Da muss man sich ungefähr... Dann hilft einem aber ein bisschen das Ferritin, was man hat. Und man weiß ungefähr, wo man hin möchte. Und dann kann man sich das so ausrechnen. Also wenn man sagt, oder auch hochrechnet, einfach halt 10 Milligramm Eisen, ein Mikrogramm Ferritin. Also habe ich, wenn ich 100 Milligramm Eisen gebe, komme ich um 10 höher im Ferritin. Einfach nur als Faustregel, dann hat man ungefähr einen Anhaltspunkt, wo man hin kann. Ja? Was haben Sie für Erfahrungen mit Vegetarierinnen, die in die Schwangerschaft gehen? Bezüglich Eisenmangel. Also es wäre super, wenn man so einfach sagen könnte, ah, die ist Vegetarier und die hat sicher einen Eisenmangel, aber das funktioniert leider nicht immer, weil eben auch in vielen pflanzlichen Produkten viel Eisen drin ist. Aber grundsätzlich ist es, wir sehen eh sehr, sehr oft sehr niedrige Eisenspeicher in der Schwangerschaft. Und bei den Vegetarierinnen ist das deckungsgleich. Also bei uns sind Ferritinwerte über 50, sodass wir gar nicht supplementieren müssen. Das sind wahrscheinlich so 20% der Frauen. Aber die Vegetarierinnen haben in dem Sinne sicher einen Nachteil, weil dieser Hemeisentransporter, der funktioniert so viel besser als der für pflanzlich aufgenommenes Eisen, dass sie sicher tendenziell niedriger sind. Ja. Darf ich Sie noch mal fragen, weiß man etwas über die Interaktion von Magnesium und oralem Eisen? Ja, Magnesium funktioniert auch ähnlich wie das, wird ein bisschen anders aufgenommen als das Kalzium, aber Magnesium und Kalzium zusammen wird sicher das Magnesium und Eisen zusammen wird sicher das Eisen schlechter resorbiert. Also man sollte es auch versuchen, diese ganzen Mineralien nicht zu kombinieren. Ja, meine Schwangerschaft ist das eine klassische Kombination. Absolut, ja, aber also man sollte es schon der gleichen Frau geben, aber nicht zur gleichen Zeit. Also am Morgen das Magnesium auflösen und die Tablette Eisen und dann mit dem Magnesium runterspülen, das würde ich nicht machen. Also das ist natürlich auch ein Compliance-Problem. Im Idealfall nehmen Sie Ihr Magnesium, keine Ahnung, um 8 oder nach dem Frühstück oder und dann irgendwann eine Stunde oder zwei später das Eisen und dann am Mittag vielleicht wieder Magnesium und dann noch vielleicht Calcium und dann nochmal Magnesium. Also sind ganz schön beschäftigt. Ja. Also das ist sicher ein Problem, dass man das nicht gut zusammennehmen kann. Zurück zu der Studie. Man sieht also mit der IV-Eisentherapie schön eine Verbesserung von den hämatologischen Indizes und der Transferinsättigung und des Ferritins logischerweise ebenso. Also die Wirksamkeit der Therapie ist sicher gegeben. Side-Effects, Nebenwirkungen sind deutlich günstiger, auch wenn man die Daten reviewt. Also die sind immer zugunsten des IV-Eisens gezeigt. Das werde ich mal überspringen, weil darum geht es eigentlich darum, warum wir das Ganze machen. Und ich wollte noch schnell zur Gynäkologie kommen, weil es ist ja das Thema des Vortrags. Das haben wir auch eben schon gehört. Warum ist das ein Thema in der Gynäkologie ebenso? Es gibt verschiedene Ursachen für Eisenmangel oder Eisenmangelanämie in der Gynäkologie, Alter, Chemotherapie, Krebserkrankung und natürlich die Hypermenorrhoe oder die Uterusmyomatosis. Und ganz oft wird das halt überhaupt nicht beachtet, dass die Frauen dadurch einen Eisenmangel erleiden. Die haben vielleicht noch keine Anämie, also ist alles halb so wild. Und man kontrolliert das nicht weiter. Und wenn man die verschiedenen Guidelines anguckt zur Behandlung der Hypermenorrhoe, die sind mehr oder weniger ausgeprägt, was man alles so machen kann, um die Blutungsneigung zu verringern. Aber was nirgendwo auftaucht, das exemplarisch, es gibt nirgendwo irgendwas zum Eisen in diesen Guidelines. Das wäre eigentlich sinnvoll, wenn man sagt, man könnte doch mal den Eisenstatus der Patientin bestimmen und dann auch noch den Eisenmangel behandeln.
dass das funktioniert, dass man Eisenmangel hauptsächlich IV gut behandelt, bei Frauen mit einer Hypomenorrhoe ist logisch, weil die orale Gabe des Eisens, die ist zwar wirksam, aber ist so langsam, dass die dann schon wieder geblutet hat. Nach 4 Wochen hat sie tapfer ihre Eisentabletten genommen, vielleicht auch 2 oder 3. Dann kommt die nächste Menstruationsblutung und es ist schon wieder irgendwie 300 Milliliter Blut weg. Also so funktioniert es nicht. Man muss die meistens IV behandeln. Und kein Wunder ist die IV-Therapie hier mit Ferinject in dieser Studie deutlich dem oralen Eisen überlegen. Und die Chemotherapie und das ist alles vielleicht zu viel für den Moment, aber zum Abschluss kann man sagen, also es ist ein Teilgebiet, Geburtshilfegynäkologie, wo Eisenmangelanämie eine Rolle spielt, aber für uns ist es ein großes Thema. Man kann sehr viel Gutes tun, wenn man Eisenmangel behandelt. Eisenmangelanämie ist sowieso, ganz klar. Wir haben mittlerweile Daten, die uns schön zeigen, dass die Prävention der Anämie auch sinnvoll ist für das Kind. Wir haben schlechte Datenlage in der Gynäkologie. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren ändert. Es gibt ein paar Studien, die da unterwegs sind. Und der Einfachheit halber, die IV-Präparationen, die wir hier in der Schweiz haben, die sind effektiv und sicher. Das ist keine Frage. Und dass das Eisen the master of them all ist, das hat schon Rudyard Kipling gewusst. Und der hat diesen Spruch in irgendeinem seiner Bücher verewigt, ich weiß gar nicht genau, wo es herstammt. Und hier sehen wir noch einen Stern explodieren. Bei der Fusion der Elemente bei Sternen ist es so, dass die Fusion der Elemente immer beim Eisen aufhört, weil das der höchste energetische Stand ist. Also bis dahin wird Energie freigesetzt, danach kostet weitere Fusion nur Energie. Deswegen endet es immer, egal wo man herkommt, beim Eisen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus